Die NASA selbst spricht davon, dass dieser Plan die gesamte Raumfahrt revolutionieren könnte. Denn durch einen nuklearen Antrieb würde sich die Reisezeit von Langzeitmissionen wie etwa zum Mars enorm reduzieren. Und das wiederum würde das gesundheitliche Risiko für Astronautinnen und Astronauten drastisch senken. Klickt zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Eine Reise zum Mars würde nach Schätzung von Fachleuten nur noch 3 bis 4 Monate dauern, wenn Raumschiffe sich durch nukleare Antriebe fortbewegen würden. Auf dem Treffen des National Space Council, NSC, sprach der NASA-Chef Jim Bridenstine von dem nächsten Riesenschritt der Menschheit durch Nukleartechnologie der nächsten Generation. Der Rat NSC wurde 2017 von US-Präsident Donald Trump wieder eingesetzt, um die Weltraumpolitik der USA zu steuern. Wichtig bei all dem: Der nukleare Wärmeantrieb, der derzeit im Gespräch ist, ist nicht zu verwechseln mit den bereits bestehenden Radioisotopengeneratoren RTGs, die die NASA seit Jahrzehnten einsetzt. Hier wird Wärme durch den radioaktiven Zerfall von Plutonium erzeugt, die dann in Elektrizität umgewandelt wird. Dadurch können dann Geräte und Raumfahrzeuginstrumente angetrieben werden. Beim nuklearen Wärmeantrieb wird durch die Kernspaltung Wärme erzeugt, die dann wiederum Treibstoff wie Wasserstoff mit krasser Geschwindigkeit verbrennt, also quasi ein Kernreaktor wie in einem U-Boot oder einem großen Kriegsschiff. Das würde die Reisezeit von Langzeitmissionen sogar halbieren. Dadurch würde eine Reise zum Mars nur noch halb so lange dauern und das hätte enorme Vorteile für die Besatzung. Denn vor allem die schädliche Strahlung im All stellt ein hohes Risiko für Astronautinnen und Astronauten dar und kein Raumschiff dieser Welt kann diese gefährliche Strahlung so gut abhalten, wie es die Atmosphäre, die Ozonschicht und das Magnetfeld der Erde tun. Auf der ISS, der Internationalen Raumstation, ist das weniger ein Problem, weil das Erdmagnetfeld einiges davon bereits weiter außen abhält. Die ISS kreist nur in einer Höhe von 400 Kilometern um die Erde. Mars-Missionen, die demnächst angepeilt werden, bedeuten aber auch, dass die Besatzung eine große Strahlendosis abbekommt. Und fest steht, sie kann das menschliche Gewebe und Nervenzellen tatsächlich schädigen, da sie die Aluminiumhülle des Raumschiffes durchdringt. Medizinteams befürchten, dass die Strahlung deutlich Auswirkungen auf die Astronauten und Astronautinnen haben könnte. Beispielsweise könnten die emotionale Stabilität und die Reaktionsfähigkeit nachlassen. Aber auch das Krebsrisiko steigt durch die Strahlung. Forschungsteams weltweit sind dabei, Medikamente zu entwickeln, die die Wirkung der kosmischen Strahlung abfedern könnten, beispielsweise indem die menschlichen Zellen strahlenresistenter gemacht werden. Nach der Einschätzung von Experten und Expertinnen ist jedenfalls klar, diese Strahlung stellt eine der größten Gefahren bei einer Mars-Mission dar. Durch eine Verringerung der Reisezeit würde ja aber auch die Strahlendosis verringert werden. Dazu Jim Bridenstine: Das ist absolut wegweisend für das, was die NASA erreichen will. Dieser Plan ermöglicht es uns, das Leben bei der Reise zwischen Erde und Mars wirklich vor der Strahlung zu schützen. Doch auch für Waffensysteme würde der Einsatz von nuklearem Antrieb von Raumschiffen diskutiert. Raumschiffe, die in der Nähe der Erde kreisen, könnten somit schneller denjenigen Waffensystemen ausweichen, die ins All abzielen. Laut Joseph McGuire, ein hochrangiger Regierungsbeamter der Vereinigten Staaten, werden solche Waffen von Russland und China bereits entwickelt. Demnach könnten diese im Kriegsfall einen Angriff auf US-amerikanische und alliierte Raumfahrtsysteme starten. Diskutiert wurde auch ein solcher nuklearer Antrieb auch bezüglich der Abwehr von Asteroiden. Durch die Entwicklung eines Hochleistungslasers könnte zudem auch die Zerstörung von Weltraumschrott möglich werden. Finanzielle Hilfen hat die NASA jedenfalls schon für das Projekt bekommen. Alleine 125 Millionen US-Dollar sollen laut einem aktuellen Gesetzentwurf bereitgestellt werden, um nukleare Antriebstechnologien zu erforschen. Der US-Kongress stellte zudem weitere 100 Millionen US-Dollar in diesem Jahr bereit und so wundert es nicht, dass kein einziges Wort über die Gefahren eines nuklearen Antriebssystems in der Raumfahrt verloren wurde. Dabei ist das Risiko einer radioaktiven Kontaminierung, also Verseuchung, nicht von der Hand zu weisen. Falls ein solches Raumschiff mal abgeschossen würde oder aus einem anderen Grund auseinanderbricht, also eine ganz neue Dimension vom Weltraumschrott. Wie funktioniert der Hyperantrieb? Anklicken, anschauen und unbedingt super cooler Kanal Astro Comics TV abonnieren. Bis dann, bleibt dran.